Captain Flint, Burn Baby Burn. Anusse, ich bitte dich. Was hast du für Wörter drauf? Ja, ich weiß, ich warte auf mein Schild. Verdammt, ich komme nicht wieder raus. Jetzt. In dieser Welt hier habe ich Schwächen entdeckt. Dort greife ich an. Ja, so ein bisschen grenzwertig, die Waffe hat sich in sich. Das ist ein bisschen blöder Style. Na ja, gut. Scheiß Idee. Aber das Problem ist halt wegen Munition. Komm, ich nehme die nochmal hier. So. Okay, die hat wieder ein bisschen was. Meine Leben sind auch grenzwertig. Ich guck mal kurz nach Kissen. Ihr trefft mich ja gar nicht. Wie höchst erbaulich. Wieder schnappt die Falle zu. Dein Tod steht bevor. So, wieder einer weniger. Ja, es wäre noch mehr da oben. Da ist ja noch der Flint. Der schmeißt ja auch eine Granate. Ist nicht wahr. Wenn der Captain Flint da oben ist, dagegen können wir was machen. Hier fliegt ein Stück. Das hat ihm nur 68 gezogen. Das ist ein eiskalter Header, den er kriegt. Oha. Oh verdammt, da gibt es ja noch Feuer drin. Verdammt, ich habe noch 10 Leben. Ah, shit. Nee, das überlebe ich nicht, weil es ja falsch ist. War mir klar. War so klar. Warum kommt denn der jetzt zum Einsatz? Ich werde jetzt eh wieder restored. Ja, da vorne an dem Punkt. Ja, waffentechnisch halt, ne? Keine Sorge wegen des Jenseits, lieber Hyperion-Kunde. Ich hätte ein paar alte Waffen nicht verkaufen sollen. Und Leute, die Jacobs-Munition kaufen. Toll. Alles voll mit, ne? Sieht's mit der Waffenverteilung aus? Sieht wieder blöd aus, sieht das Ding. Guten Sachen habe ich schon gleich mit alle verbraucht. Gibt's überhaupt eine Waffe, die die 360er Munition hier unten verbraucht? Nee, ne? So was haben wir gar nicht. Wir haben hier oben nur die da Dingensen Munition. Die verbraucht die 200er. Pass mal auf, die tue ich mal da rein. Scharfschützengewehr nehme ich mal für entsprechende Zwecke. So. Oh, ein Geschäft. Munition ist ja fast überall aufgeladen. Munition kostet ja kaum was. Okay. Granaten, nee, brauchen wir nicht. So, pass mal auf. Verkaufen nur mal ein bisschen was an Schrott. Und zwar die hier. Die hier. Das war die mit dem Granatendingensen. Die behalte ich gerade mal. Obwohl, die gibt 488 Geld. Okay, die scheint wohl eigentlich stark zu sein. 94, 37, Explosivschaden. Mir mit. Nee, behalte ich. Die hat aber eine höhere Accuracy. Jetzt haben wir auf, da rumzuschreien. Ich muss mich konzentrieren, was ich behalte und was ich verkaufe.
Pass auf, Schilden hier war 16 und ich hatte einen 21, aber der 200. Den wähle ich mal aus. Würde ich sagen. Den wähle ich aus. Gut, so. Ich habe immer noch hier die Slots nicht freigeschaltet. Wäre mal nett an sich eigentlich. Oder kann ich das vielleicht mit der Klasse nicht, die freischalten? Das kann auch sein. Pass mal auf, wenn das eh Explosivmunition verbraucht wird, kann ich theoretisch auch die hier nehmen. So. Weiß ich ja, dass die ganz vernünftig ist. Ist der Flint wieder da oben, oder? Okay. Da kommt er. Shit. Abhauen, abhauen, abhauen. Ich glaube, ich muss mal ein paar von den kleineren hier erledigen, weil die gehen mir so... auf der Zeit ziemlich auf die Nerven. So, schön. Nein, verdammt, bin durchgelaufen. Nein! Das ist der Anfang vom Ende. Zweiter. Eieiei. Ich will erstmal die Kleinen hier loswerden, die kleinen Nerven. Bevor ich ein Flint gehe. Der kriegt ja kaum Schaden von dem Ding. Nein! Oh! Verdammt, wie komme ich jetzt da hoch? Muss mal gucken, ob ich da irgendwie darüber komme. Ne, ich rutsch runter, ich rutsch runter, ich rutsch runter ins Wasser. Das war blöd jetzt. Will ich natürlich auch nicht jetzt umbringen. So, ja. Oh nein, nein, nein. Ich glaube, das geht. Könnte ich schaffen, ja. Puh. Das war mal knapp hier. Ich bin dann mal weg. Ja, ich bin dann mal weg. So, ich beeile mich hier gerade mal. Hab mich unsichtbar gemacht. Hier ist doch schon wieder alles zu, die Dinger sind neu gespawnt. Nee, doch nicht. Darf ich wieder hochlaufen hier? Geht zum Kännchenweg. Und so gut kann man sprinten drin. Wobei, kann ich mal auf der Map eigentlich schnell reisen? Kann ich da hinreisen? Nee, kann ich nicht. Nochmal. Leben sind ziemlich low, die müsste ich aufstocken können. Verdammt, ich bin vorbeigelaufen. Obwohl, der Medizindinge gibt es überall, soweit ich weiß. So. Auch von der Map hier eigentlich genial gemacht.
Warte mal kurz, hier gibt es auch noch einiges drin bestimmt. Ja, Munition kostet ja zum Glück nicht allzu viel, ist mir aufgefallen. Warte mal. Geld. Ja gut, das meiste, was du kriegst, sind deine Waffen. Was war das jetzt gerade? Der Flint, der hält so viel aus. Der kriegt nicht normal Schaden wie die anderen auch. Den muss ich wohl echt mit dem Scharfschützengewehr erledigen, sag ich jetzt mal. Da habe ich ja zum Glück noch hier volle Munition. So, Scharfschützengewehr ist voll. Oben muss ich mal nachkaufen jetzt gleich. Da bin ich gleich wieder da. Die da oben kloppen sich immer noch. So, hier ist gespeichert. Doch gespeichert ist, aber Dingensen muss ich hier oben machen, kaufen. Es ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. Nee, ich kann auch nicht Dings aufladen. Och, Menno. Ich kann auch keine Leben aufladen. Die Granate fliegt bis hierhin. Verarscht mich doch. Muss mich mehr auf den Flint konzentrieren, aber das geht nicht mit dem hier. Brennender Psycho, ja, das ist genau der richtige Name für die. Granate explodiert gleich. Och nö, der schmeißt schon wieder Granate. Verdammt. Da ist er. Er kriegt kaum Schaden. Wie soll ich das bitte schön machen? Jetzt. Ja, aber wo ist denn hier ein Gegner nochmal, damit ich wieder belebt werden kann? Haben wir nicht, wir haben keinen Gegner hier. Och man, ich habe ihn geplättet und bin gleichzeitig noch... Weil ich nachladen musste, es hat nicht gereicht. Oh Mann. Und wie geht's? 200 noch was hat gekostet, wahrscheinlich Prozentanteil vom eigentlichen Geld, was man hat. Hohe Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Frage. So, Munition aufgefüllt. Wenn du woanders einkaufst, lass ich dich töten. So. Eine gute Waffe sogar, aber... Ja. Soll eine gute sein, ist aber nicht wirklich. Okay. Gut, das hätten wir erledigt. Mehr oder weniger. Hier sieht man überall noch die Einschläge von den Pistolen. Ja, hier lag noch Leben. Ich sehe es gerade. Oh, der brennt noch. Und da vorne ist wohl jetzt erstmal der hingerannt. So, Claptrap, ach, da steht er. Okay, jetzt müssen wir nur noch zu meinem Schiff. Zu deinem Schiff? Okay. Ich guck mal aber noch ein bisschen durch die Kisten, gell? Wer weiß, was da noch alles drin ist. Ich bin so ein bisschen, naja, mit dem Auge auf Waffen gerichtet, weil ich finde es irgendwie
schlimm mit meinen aktuellen Waffen. Schilde. Alles schlechtere Schilde. Das ist nämlich mitten, verkauf die. Alles Schrott. Aber ich gehe trotzdem durch. Weil. Es kann ja sein, dass der Flint da oben noch eine nette Waffe versteckt hat. Oder so. Oh ne, geht nicht. Kann ich gar nicht hoch. Dann halt nicht. Geh mal vor da. Jetzt. Da ist es! Mein mächtiges Seefahrzeug! Mächtig. Lass es zu Wasser, mein alter Seebär! Lass es zu Wasser, mein alter Seebär. Sehe so, als wäre ich ein Seebär. Okay, muss hier hin. Nee. Hier ist eine Barriere. Indem du Captain Flint ausgeschaltet hast, ist die durchschnittliche Bildung im gesamten Gebiet hier um den Faktor 10 gestiegen. Okay. Nun steht einer eisigen 15-stündigen Bootsfahrt Captain in diesem Weg. Gratulation. Mit dem Typen. Und nun Kurs auf Sanctuary.